macht Svensson erstaunlich, dass er da als 28er gerade durchgeflutscht ist im Prolog und jetzt da im Finale ist. Aber er hat zweimal gewonnen. Also, das ist definitiv einer, der auch fähig ist, um eine Medaille zu holen. Und er ist am zweiten Falling geworden. Also, drei Podestplätze von ihm in diesem Winter. Sergej Ustjugov. Eben, wir haben schon alles aufgezählt, was er erleben musste in dieser Saison mit Corona und mit dem Sturz vor wenigen Tagen. Trotzdem steht er im WM-Finale. Sergej Ustjugov. Dann Havard Taugböll. Halbfinale hat er dominiert. Sehr stark in den Aufstiegen gewesen, ist dort der Konkurrenz davongezogen. Er hat sich bisher zurückgehalten. Johannes Hössflot-Glebo hat das gemacht, was nötig gewesen ist. Aber er ist im Tunnel jetzt drin, denn er weiß, neben ihm steht Erik Wallnäs und er ist auch im Viertelfinale, im Halbfinale jeweils neben ihm auf der Zielgeraden gewesen und hat Präsenz markiert. Und er kann einfach alles, Alexander Bolschunow, auch sprinten. Er ist nicht der Topfavorit in diesem Finale. Aber machen die Russen Tempo? Ustjugov und Bolschunow, das könnten sie machen, rein theoretisch. Werden sie so die Norweger los? Oder haben sie eine andere Taktik? Oder gar keine Taktik? Sind sie Einzelkämpfer? Der Final ist gestartet. Nicht alle sind so gut weggekommen. Ustjugov und Svensson sicherlich nicht. Die Norweger sind vorne. Bolschunow ist auch noch zurück. Also die Norweger versuchen sofort das Zepter zu übernehmen. Fels von vorne kontrollieren. Alnäs wird selber für Tempo sorgen. Er ist auch sehr ein guter Distanzläufer. Ist er über 10 Kilometer das Jahr. Und das heisst dann etwas in der klassischen Technik. Also der kann natürlich so einen Rhythmus auch durchbolzen. So 1,6 Kilometer lang. Aber das kostet natürlich den Kraft, die du auf der Zielgerade nicht mehr hast. Schweren Athleten in dem Finale dabei. Taugböll eigentlich der, wo man jetzt vom Körper her die besten Voraussetzungen hat, ein paar Kilo leichter. Er sinkt ein bisschen weniger in den Kurven und dann auch, wo es bumpig geworden ist. Aber es ist extrem schwierig zu laufen. Sergej Ustjugov hat Rückstand. Er mit der Nummer 9 ganz hinten. Sein Landsmann Alexander Bolschunow hat nun die Spitzenposition übernommen. Zieht das Tempo an. Wallnäs neben ihm und Glebo ist dahinter. Taugböll ist auch da. Und der Svensson stoßt alles, er hat also gar keinen Kickwachs drauf, er hat das Skating-Ski gewählt. Probiert also da mit der Variante, die er im Malmö-Steier schon probiert hat, aber kommt er da jetzt nochmal her, kann sein, der Abfahrt, dass er nochmal herkommt, aber... Da geht es ja noch einmal hoch. Au, das ist, glaube ich, die falsche Taktik. Aber er versucht jetzt etwas. Erst im Final probiert, ja, er hat wahrscheinlich gemerkt, es ist eine Eka-Chance. All in. Und jetzt geht es definitiv auf den Wurst. Und die WM-Medaille hier in dem Aufstieg wird vorentschieden. Der Ustjugov ist zurück, hat 4-5 Meter schon verloren. Alexander Bolschunow macht das Tempo ganz vorne. Und der Klebo im Schongang noch etwas Gefühl da im Windschatten, der kann definitiv noch schneller. Schert jetzt aus, Klebo Schritt hat er angenommen, aber Wallnäs ist auch vorne. Und jetzt ziehen sie beide an Bolschunow vorbei. Wallnäs vorne. Und Wallnäs hält das, wie schon in Kusamo. Hält die Spitzenposition. Aber hier geht es jetzt in die Abfahrt hinein. Klebo ist dran, oder? Taugböll ist dran, der super Finish zeigt. Gibt es einen dreifachen norwegischen Sieg. Drei Norweger auf dem Podest. Es sieht danach aus. Aber wer ist so vorderst? Wer gewinnt dieses Rennen? Immer noch Wallnäs vorne, dahinter Klebo in Lauerposition. Und jetzt. Ist er schon vorbei? Das ist Kurve wieder, wo er da wirklich das Tempo mitnimmt. Wahnsinn, und er ist vorne. Dann ist Wallnäs und er wird bedrängt jetzt von Taugböll. Taugböll ist fast schon dran und wer holt sich die Silbermedaille? Vorne ist alles klar, er feiert bereits Klebo und es ist Wallnäs, der die Silbermedaille verteidigt gegenüber Taugböll, der die Bronzemedaille gewinnt. Dahinter die geschlagenen. Die beiden Russen sind geschlagen mit Alexander Bolschunow und Sergej Ustjugov. Und die Taktik von Oskar Svensson, die ist nicht aufgegangen. Ja, definitiv nicht. Und das ist auch gut so.